da bin ich zurück zu meinem Let's Play Lightning Returns. Und ich habe jetzt die Oddworld-Dienste angemacht, weil ich die Neuigkeit gelesen habe. So, Oddworld Herausforderung 2, Ergebnis 18 Uhr GMT, keine Ahnung. Sehr geehrte Damen und Herren, das Ergebnis ist da und ihr habt genug Oddworld-Beiträge verfasst, um die Duellisten-Garnitur für Lightning freizuschalten. Gratulation, das Outfit wird in Kürze im Spiel von einem NPC erhältlich sein. Haltet Ausschau nach einem NPC namens LRFF13. Die Garnitur wird nach Lesen oder Nachricht dieses NPCs im Premium-Shop erhältlich sein. Ja. Die nächste Herausforderung beginnt jetzt, also verschwenden Sie keine Zeit. Für Herausforderung 3 müsst ihr insgesamt 300.000 Outfit-Beiträge erreichen, um Lightnings Helikuskatur für alle freizuschalten. Ja, also deswegen habe ich das jetzt gerade an. Wir schauen, wie das ist, ob mir das gefällt oder auch nicht. Also schaue ich es wieder aus. Aber ich möchte, wie gesagt, so viele Kostüme wie möglich euch zeigen. Und genau deswegen setzen wir das Spiel fort. Und ich habe sogar für euch die Vorbesteller-Bonus-Kostüme bekommen. Die habe ich bei eBay nachbestellt. Die habe ich, ja, und dadurch habe ich jetzt auch die DLCs. Beschützerin der Vergangenheit. Als ich das erste Mal erblickte, dachte ich, dass du... du seist der professionelle Tod. Du warst eine der Esper, geschaffen von Edro, um den armen Menschen zu helfen, die dazu verflucht waren, Elsie zu sein. Esper nehmen den Schwachen das Leben, um sie von einem Schicksal als Sith zu bewahren. Zusammen zogen wir durch die Lüfte. Gemeinsam kämpften wir auf Cocoon, Grand Puls und sogar in Valhalla. Und nun bist du wieder bei mir. Beschützt mich, das Band, das uns verbindet, wird niemals reißen. Lass uns gemeinsam das Ende der Welt bestreiten. Mein Gefährte und mein Schwert, Odin. Ja, es ist einfach genial. Schade, dass er jetzt nicht mehr wie aussieht wie ein Pferd, aber ich find's trotzdem einfach nur geil. Also, das ist echt eine gute Idee gewesen. Das muss ich zugeben. So, jetzt überlege ich gerade, habe ich da jetzt das Chaos-Ding schon gemacht? Ich weiß es jetzt gerade nicht. Ja, ich habe jetzt neue Kostüme. Was? Den habe ich jetzt gar nicht gesehen. Ich habe jetzt das Kostüm von Cloud auch. Das konnte man ja kriegen, wenn man das Spiel vorbestellt hatte. Und die drei Samurai-Kostüme, die habe ich jetzt ja auch. Ich werde es jetzt dann gleich holen in meinen zu mir dazu. Meine Güte, was ist denn heute los mit meiner Stimme? Okay. Okay, ich laufe komplett falsch. Ja. Also, die Kostüme werde ich jetzt dann gleich euch zeigen. Wir können es eigentlich gleich machen. Premium Shop. Oddworld Premium. Da gibt es jetzt nur das da und das will ich ja nicht. Es gibt immer das, das andere. Dann gibt es die Premium für Trophäen, aber da habe ich noch nichts anscheinend. So, ZFFVI Cloud. Rang 1 Soldat. Das sieht ziemlich scheiße aus. Aber zu einem Let's Play gehört nochmal alles dazu. Panzerschwert. Soldat Armbinde. So, das ist das erste Samurai-Outfit. Ja, diesen komischen Namen kann ich nicht vorlesen. Palomet-Wolke, ich glaube, das Schwert haben wir uns auch mal gekauft. Und Yatukatsuki oder so ähnlich. So, das ist Samurai-Kostüm Nummer 2. Es gibt ja drei Samurai-Kostüme, die du da mitbekommst beim Vorstander-Bonus. Und die habe ich ja, wie gesagt, bei eBay nachbekauft. Itzakut Odyssey. Aufgehende Sonne. Mitsugaki. Setutatsukia oder so ähnlich. Himmelsfächer.
Raiden Moon. So. Halt, ich könnte sie ja nicht auch gleich auf Kampfgarnituren setzen. Ich habe hier die Heilige Ritter dabei, ne? Aber was soll ich denn noch tauschen, bitte? Blaumagier. Achso, ja, das stimmt. Den habe ich ja auch noch nicht gezeigt. Da machen wir es zuerst an. Was ist das? Und die Grosmerator, ne? Ja. Es ist halt echt, dass man so wenig Balken da hat. So, dann nehmen wir jetzt den... Nein, wir nehmen jetzt den Blaumagier nach oben. So. Und den zeige ich euch dann beim nächsten Kampf. So. Karte. Laufe ich... Nein! Was ist denn heute los? Ach, ich laufe nie richtig mit der Karte. Die Karte und ich werden keine Freunde. Und die Zeit und ich werden auch keine Freunde. Apropos Zeit. Ich sollte meine Zeit auch anhalten. Für das Video. Jetzt muss ich ungefähr richtig laufen. Okay. Oh, da vorne ist ein Gegner. Ein Gegner. Oh, ist ein einfacher Gegner sogar. Komm her. Okay, let's go. Aero. Achso, am Blocken, toll. Oh nee, das ist wieder so ein Kostüm, was aus dem Bildschirm läuft. Weiß auch nicht. Ich finde diese Animation ein bisschen. Naja. Und da ist nochmal so einer. Yay. Ja, toll. So, machen wir mal Unwetter. Also das ist ein starker Angriff, das Unwetter. Aero, Stufe 1. Das war jetzt wirklich ein starker Angriff, muss ich schon sagen. Dann können Sie uns hier gleich nochmal anschauen. Hallo! Unwetter! Ich sah das kommen. Alter, das ist ein Angriff, ey. Das macht den mit einem Schlag hin nieder. So, okay. Jetzt will ich aber immer noch ins Dorf. So. Ja, okay, den habe ich gemacht. See something? Ah, nee, ich möchte. Du hast, glaube ich, nichts Neues, ne? Nee, der hat nur noch Gemüsesamen. Und davon habe ich auch momentan noch genug. Danke. Hey, I want to thank you for saving our village. When the chaos first appeared, it looked like it was going to take the whole village away. Everything I'd lived and worked for was disappearing. Right in front of my eyes. I lost the will to live. I slumped to the ground where I was. I ignored the chaos, even as it surrounded me. Ja, das war auch so ein Grund, warum ich zurückgekommen bin, weil ich halt einfach von denen was hören wollte. They grabbed my arms and yelled, "We've got you, Garrett," and dragged me out. It should have been me pulling people to safety. Now I know everything will be okay. I've spent my life looking after this village. But I know now that the village has always been looking after me, too. At least you've learned you're not the only one who cares about this place. You're not alone. You have allies. That's right. And I've learned one more thing, too. Even if we weren't in this village, if we had to go somewhere else, we'd be the same people. Canopus Farms is more than just a collection of buildings in the middle of the wildlands. It's about the friendships, the camaraderie, the history that we've experienced together. And guess what?
You're part of that history now, too. You saved our village, and that makes you one of us. If you ever need a place to settle down, you'll always find a welcome here. I've said this to you before, I'm sure, but let me say it again. Welcome to Canopus Farms. Okay, danke. Thank you for everything. Thanks to you, I can still use my field. Es wäre echt schade um die Blumen. Nicht wahr? Ich finde, es wäre schade um die Blumen. It's amazing. Dr. Gazal has finally remembered my name. It's like I'm almost as good as Seven now. I'm a veterinarian. It is my job to save chocobos. But this time, there was simply nothing I could do. Doctor, listen. You were the one who saved my friend here. No one else could have done what you did. Seeing how famously you two get along, I'd say it was worth it. Yep, das war es definitiv. Moment, was war das? Ist da was? Nee, das sah nur so aus. Ich schaue mich einfach nur kurz weiter hier um. I checked the lodgings and everything looked all right. Praise to God and to you of course. Visit any time. Ich komme in Auftrag Gottes. Ich wollte bloß eigentlich noch mal in die da reinschauen, danke. What do you need today? Weil manchmal ändert sich ja das Sortiment. Hätte ja sein können, dass jetzt das auch der Fall ist. Wie ich gesagt habe, das Warenangebot wurde aktualisiert. Kaufen. Ah, okay, da haben wir jetzt den Gigatrank. Frischt die TP erheblich auf. Boah, nee! Okay, warte. Verkaufen. Heilgegenstände. Raus mit dem Heiltrank, raus mit dem Heiltrank. Was macht denn das ETF? Frische EP auf Arke. Das Nektar will ich nicht raus, das brauche ich ja noch. Aber ich muss endlich mal einen Gegner finden, der mich vergiftet. So, das habe ich jetzt verkauft. Und jetzt kaufe ich den Gigatrank. Weil der ist nämlich wirklich stärker. Den habe ich euch auch ja in der... Scheiß Allergie. Habe ich euch auch in der Demo-Version gezeigt. Entschuldigung fürs Niesen, aber das kann ich einfach nicht unterbrechen. Ich nehme mitten im Sommer auf. Was soll ich machen? Ja, der ist halt wirklich stärker. Dann haben wir das als allen Zumittel. Heil 2 Zusatzveränderung erteilt Flor geringe CP-Heilung. Magna, alle Zumittel halt alle Zusatzveränderungen erteilt Flor geringe CP-Heilung. Phönixfeder, Wallum-Trank erzeugt Wallum und geringe CP-Heilung. Adfeu-Trank ermöglicht feuerelementarische Angriffe geringe CP-Heilung. Ermöglicht blitzelementare Angriffe geringe CP-Heilung. Adblitz-Trank. Ja, toll. Das sind also Tränke, die werde ich nie brauchen. Weil ich davon nicht viel halte. Tut mir leid. So, hast du mir auch was zu sagen? Nein, ich habe genug TP. Okay, gut. Dann habe ich das jetzt im Endeffekt hier auch erledigt. Ich habe mit jedem gesprochen. Okay, ja, ich habe mit jedem gesprochen. So, okay, diese Mission war ja auch erfolgreich. Wir hatten ja dafür auch ein paar Seelen bekommen. Also ganze 3 Stück, was mich ziemlich überrascht hat. Wir wollen den Ort hier noch nicht verlassen. Wir wollen zuerst in die, also in den Wald, um da solche, ja, Pilze zu sammeln im Endeffekt. Heia! Ein Pudding, das ist echt lustig. Unwetter!
Okay, Frostschlag. Ich muss halt immer wieder auf die Karte schauen, ob ich richtig laufe. Und ich laufe gerade falsch. Yes. Ah, dich muss ich bekämpfen. Die Monsterhack-Gegner. Unwetter! Was? Windsichel! Also die hat's jetzt auch ganz schön drauf. Windsichel! Okay. Gut. Ja, das Kostüm haben wir jetzt auch genug gesehen. Bin jetzt mindestens ich der Meinung. Kampfgarnituren. So. Dann zeige ich euch gleich mal das nächste. Unseren Cloud hier. Oh! Ich hatte dieses Schwert auch schon. Das ist nämlich das, was man bekommt, wenn man mit Odin kämpft. Geil, oder? Das ist... Ey, das ist ja richtig cool. Aber das nehme ich jetzt nicht mit. Ich möchte, wenn dann schon, bei ihm auch dieses Kostüm haben. So, was das, ja, Soldatenarmbinde. Sieht, ich weiß nicht, also ich finde es einfach nur hässlich. Aber ich habe versprochen, ich zeige euch so viel wie möglich. Und da werde ich jetzt auch für dieses Kostüm nicht Halt machen. Gelbschmetterling, Schmetterling. Was ist denn das Neueste? Odions Horn. Nora-Symbol blau. Was soll ich mit dem Horn da? Oh, keine Ahnung. Ich gebe ihm jetzt einfach mal das Nora-Symbol blau, weil das Küken passt ja gar nicht. So. Sanftblocken. Eoa, Stufe 2. Was tue ich auf X? Den Frostschlag. Bitte, viel Vergnügen damit. So, ich bin wirklich gespannt, wie das Kostüm wird, weil so stark wird, ist das nämlich nicht anscheinend. So, laufe ich richtig? Yes. So, laufe ich immer noch richtig? Ja. Grüß Gott, Puddingmonster. So, Frostschlag. Ey, Ohr ist ja leise. Halt dich da raus. Krafthieb. Ja, toll, ne? Fällt euch was auf? Die Musik hat sich verändert. Das ist das Einzige, was an dem Kostüm cool ist. Nicht mit mir! Krafthieb! Krafthieb! Ja, das ist sozusagen die Musik von dem Teil, wo er vorkommt. Ich glaube, V-I-I. Ja, so ähnlich halt, ne? So, von Chocobo-Grechel müssen wir jetzt einige einsammeln. Wie viele er jetzt auswendig weiß ich jetzt nicht, aber es sind auf jeden Fall einige. Let's do this, Odin! Krafthieb! Krafthieb!
Rostschlag. Regenbogenklee. Ja, ich... Gut. Alt, das nehme ich jetzt noch mit. Und dann speichere ich sicherheitshalber mal, weil nicht, dass wieder eine Aufnahme kaputt geht. Das ist mich echt ärgerlich. Und dann, liebe Leute, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao.